herstellende Unternehmen streben nach Optimierungspotenzialen in den Fertigungsprozessen, um ihre Produkte so günstig wie möglich herzustellen. Die technische Dokumentation fällt hier immer wieder in den Blickpunkt, da diese einen Kostenfaktor darstellt. Der Begriff technische Dokumentation umfasst eine breite Produktpalette. Dazu gehören Bedienungsanleitungen, Trainingshandbücher, Ersatzteil- und Reparaturhandbücher, aber auch Kursunterlagen. Diese Dokumente sind in der Regel integraler Bestandteil eines Produkts, das Sie begleiten und werden zum größten Teil monochrom zur Verfügung gestellt. Außerdem sind Handbücher und Bedienungsanleitungen für den Empfänger unverzichtbar und aufgrund der Maschinenrichtlinie des Europäischen Parlaments für herstellende Unternehmen rechtlich verbindlich. Wir möchten Ihnen in diesem Video aufzeigen, welche Chancen die Digitalisierung im Bereich der technischen Dokumentation bietet und Ihnen anhand einiger Beispiele demonstrieren, wie Sie einfach und kostengünstig technische Dokumentation in der heutigen Zeit herstellen können. Schauen wir uns aber zunächst an, wie die Realität im Bereich der technischen Dokumentation heutzutage häufig aussieht und welche Optimierungsmöglichkeiten die Digitalisierung bietet. Herstellende Unternehmen binden heute große Summen an Kapital durch die klassische Fertigung von technischen Dokumenten. Klassische Fertigung bedeutet in diesem Zusammenhang, dass hohe Auflagen gedruckt werden, um geringe Stückpreise zu erzielen und diese dann auf Abruf auszuliefern. Produktbegleitende Dokumente sind für Unternehmen ein Kostenfaktor, keine Frage. Doch neben der Kapitalbindung wird es kritisch, wenn es eine Aktualisierung beim Produkt gibt. Wir sehen in der Praxis immer wieder hohe Verwurfskosten, die aufgrund von Produktionsinnovationen oder auch Produktmodifikationen entstehen. Nicht ohne Grund tendieren Unternehmen immer stärker zu digitalen Kanälen. Denn es ist einfach und vordergründig kostengünstig, ein PDF in einem Portal abzulegen. Doch wie wir bereits gehört haben, gibt es zum einen rechtliche Gründe, weshalb eine gedruckte Anleitung dem Produkt beigefügt werden muss. Aber auch aus Kundenzufriedenheitsgründen bietet das gedruckte Medium viele Vorteile. Ein recht einfacher, aber nicht zu unterschätzender Mehrwert: Das Handbuch liegt dem Produkt direkt bei. Oder möchten Sie nach dem Kauf Ihres neuen Produktes erst beim Hersteller auf der Webseite nach dem richtigen Handbuch suchen? Unternehmen fragen sich, was der richtige Weg ist. Im Rahmen der Digitalisierung gibt es heutzutage Möglichkeiten, die die Stärken der gedruckten Bedienungsanleitung auf der einen Seite und der digitalen Distribution auf der anderen Seite vereinen und dabei insbesondere auf die Schwächen der traditionellen Produktion, wie die Sicherstellung der Aktualität oder die hohen Lager- und Verwurfskosten verzichten. Die Lösung? Die digitale bedarfsgerechte Druckproduktion von technischen Dokumenten integriert in Ihre Fertigungsprozesse Ihrer Produkte. Produzieren Sie Ihre technischen Dokumente parallel zum eigentlichen Produktionsprozess, bedarfsgerecht und immer in der aktuellen Version mit den Möglichkeiten des modernen Digitaldrucks. Aber nicht nur die Just-in-Time-Produktion bietet viele Vorteile. Sparen Sie auch bares Geld dadurch, dass Sie nur die Sprachenvarianten produzieren, die benötigt werden, basierend auf der Information des Ziellandes oder der Zielregion. Dadurch erhöhen Sie auch die Nachhaltigkeit bei der technischen Dokumentation. Denn durch die bedarfsorientierte Produktion bei gleichzeitiger Zielorientierung reduzieren Sie den Papierverbrauch und die Energiekosten. Oder schaffen Sie ein noch besseres Erlebnis für Ihre Kunden. Produzieren Sie nur die Sprache, die relevant ist, und verbinden Sie die Inhalte auf Papier mit interaktiven, zielgruppenspezifischen Inhalten auf Ihrer Webseite. Wir befinden uns hier im Canon Custom Experience Center. Hier werde ich Ihnen jetzt live an unserem Digitaldrucksystem anhand von Beispielen zeigen, welche Vorteile unsere Canon-Technologien bei der Produktion von technischen Dokumenten bieten. Das erste Beispiel ist eine typische Dokumentation aus dem B2B-Bereich. Hierbei handelt es sich um eine Bedienungsanleitung in Form eines Ordners. Die Daten stehen klassisch als PDF zur Verfügung und müssen zunächst für die Druckproduktion vorbereitet werden. Hierzu wird die Canon-Software Prisma Prepare verwendet. Prisma Prepare sorgt auf einfache Art und Weise dafür, dass die einzelnen Bestandteile des Ordners an dieser Stelle zusammengefügt und für die Druckproduktion vorbereitet werden. Für
Für die Produktion wird vorgelochtes Papier verwendet und für bestimmte Bereiche des Ordnerinhalts neben weißem Papier auch farbige Papiere. Darüber hinaus werden Registerblätter bedruckt, für die automatisch aus dem PDF die Kapitelbezeichnung übernommen werden. Der gesamte Inhalt der Dokumentation wird in einem Auftrag gefertigt und kann im Anschluss in den Ordner eingelegt werden. Dank der Canon-Digitaldrucktechnologie der VarioPrint 6000 Titan können die Registerblätter beidseitig bedruckt werden, so dass die Benutzerfreundlichkeit der Dokumentation erhöht wird. In unserem zweiten Beispiel sehen wir eine klassische Bedienungsanleitung eines Konsumgüterproduktes in Form einer rückenstichgehefteten Broschüre. Das Besondere hierbei ist der Umfang der Anleitung, die bis zu 200 Seiten umfassen kann. Da Bedienungsanleitungen zum größten Teil beidseitig bedruckt sind, bietet die einzigartige Drucktechnologie der VarioPrint 6000 Titan-Serie, bei der das Papier in einem Arbeitsschritt auf der Vorder- und Rückseite bedruckt wird, viele Mehrwerte in Sachen Zuverlässigkeit und Produktivität. Über die Canon Workflow-Lösung werden die Daten automatisiert vorbereitet und zur Druckproduktion übermittelt. Durch die offene Schnittstelle der VarioPrint 6000 Titan werden die gedruckten Seiten, unabhängig vom Endformat, automatisch in die Druckweiterverarbeitung überführt und in voller Geschwindigkeit gefalzt, rückenstichgeheftet und ins gewünschte Format geschnitten. Durch diesen Workflow kann eine Just-in-Time-Fertigung umgesetzt werden. Fertig ist die rückenstichgeheftete Bedienungsanleitung. In unserem letzten Beispiel fertigen wir ebenfalls eine rückenstichgeheftete Bedienungsanleitung. In diesem Fall nutzen wir die VarioPrint 140-Serie, die für kleine bis mittlere Volumina ausgelegt ist und die perfekte Lösung für geringe Stellflächen darstellt. In unserem Beispiel erfolgt auch hier die gesamte Fertigung vollautomatisiert und mit höchster Geschwindigkeit für Bedienungsanleitungen mit geringem Seitenumfang. Die VarioPrint 6000 Titan-Serie und die VarioPrint 140-Serie in Kombination mit den unterschiedlichen Druckweiterverarbeitungstechnologien sind die perfekte Lösung für die Druckproduktion von technischen Dokumenten. Wir haben Ihnen anhand einiger Beispiele gezeigt, wie einfach Sie technische Dokumente mit den Digitaldrucktechnologien von Canon fertigen können. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten, seien es klebegebundene Handbücher oder einfach nur auf kleinste Formate gefalzte Informationen zu Ihren Produkten. Als herstellendes Unternehmen stellen Sie permanent Ihre Fertigungsprozesse auf den Prüfstand, um Kosten zu minimieren und Ihre Effizienz zu steigern. Die bedarfsgerechte Herstellung von Bedienungsanleitungen und Handbüchern mittels Digitaldrucktechnologien als Teil Ihres Fertigungsprozesses bietet Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten, sowohl was die Effizienz angeht, als auch hinsichtlich wirtschaftlicher Gesichtspunkte. Neben einem umfangreichen Technologieportfolio, bestehend aus Hardware- und Softwarelösungen für die Produktion von technischen Dokumenten, unterstützen wir Sie von Canon außerdem bei der Analyse Ihrer bestehenden Geschäftsprozesse sowie der Konzeptionierung und Implementierung neuer Ideen. Mit der Erfahrung aus einer Vielzahl von realisierten Projekten und einer großen Menge an zufriedenen Kunden sind wir auch Ihr Partner, um einen Beitrag zur Effizienzsteigerung und Kostenminimierung beizutragen.